Wir sind hier am Stand von der Handwerkskammer in Mannheim und hier kann man virtuell lackieren lernen. Sie sehen es hier auf diesem Bildschirm. Hier ist eine Tür und der Profi macht es schon schön vor, wie man wirklich dann eine Tür lackieren kann. Und später sieht man dann auch, wo man nicht so gut lackiert hat und wo das noch ein bisschen besser werden kann. Ich habe es auch ausprobiert und kann Ihnen sagen, so einfach ist es gar nicht. Vielleicht ja nach einer kleinen Stärkung. Der legendäre Maimarktbecher für zwischendurch, genau das Richtige jetzt. Rund 800 Aussteller präsentieren hier ihre besten und neuesten Produkte. Das sind etwas weniger als noch vor Corona, da waren es noch 1400. Aber trotzdem muss hier auf nichts verzichtet werden. Normalerweise bereiten wir so einen Maimarkt etwa über ein Jahr vor. Wir hatten jetzt dieses Jahr nur 3 Monate. Und am Anfang, als wir angefangen haben, wussten wir noch nicht, welche Bedingungen gelten werden. Das war schon eine Riesenherausforderung. Wir haben auch teilweise bis in die tiefe Nacht hinein gearbeitet, um das irgendwie noch auf die Beine zu stellen. Aber wir sind total froh, dass das jetzt auch stattfindet. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Die Maske, die braucht man hier auf dem Maimarkt in Mannheim nicht mehr. Trotzdem kann sich jeder sicher fühlen, denn in den Zelten wurden extra Ventilatoren aufgebaut, die für den Luftaustausch sorgen sollen. Und die Gänge, die sind alle breit genug, sodass man sich aus dem Weg gehen kann. Neu auf dem Maimarkt sind die Sonderschauen Unser Hund und die Höhle der Löwen. Eine Halle, in der sich nur Gründer befinden, die in der Fernsehshow einen Deal mit Ralf Dümmel ergattert haben. Und auch ihrem Ruf als Regionalmesse wird der Maimarkt gerecht. So können sie vieles Wichtige um unsere Metropolregion Rhein-Neckar vor Ort erfahren und ihr Wissen beim Metropolissimo-Quiz auf den Prüfstand stellen. Metropolissimo ist unser Quiz über die Rhein-Neckar-Region. Da kann man in bewährter Wer mit Millionär-Manier sein Wissen über die Region testen und sich hocharbeiten bis zu 1 Million der Gewinnstufe und dann einen schönen Preis mitnehmen. Das heißt, die Besucher hier können auch wirklich einen Preis gewinnen? Genau, leider nicht die Million, aber wir haben schöne Sachen parat, die man sich dann mitnehmen kann, wenn man die Million geschafft hat. Ja, dann würde ich sagen, müssen Sie auf jeden Fall einmal hier vorbeischauen und Ihr Wissen über die Metropolregion Rhein-Neckar testen. Und wenn Sie sagen, Sie sind schon Profi oder sogar die Millionen geknackt haben, wie wäre es dann mal mit einem Abstecher nach Afrika? Wir verabschieden uns mit einem kräftigen Trommelwirbel ins Wochenende, bevor es morgen um 10 Uhr mit der Eröffnung des Maimarktes losgeht.